Wow. Ich gehe erstmal gucken. Vielleicht können wir helfen. Irgendwie. Die Scheiße. Um die Freaks. Ja, ja, macht schon, Leute. Alles klar. Gut ausgedünnt, würde ich sagen. Aber ich habe doch hier Schüsse gehört. Oder war ich jetzt blind oder taub oder beides? Man sollte sich entsprechend ausrüsten, bevor man auf Tour geht, bekommst du ja an jedem Camp Munition und Ausrüstung zu kaufen. Ich war komplett voll ausgerüstet, als ich losgefahren bin. Das ist, weil ich überall stehen bleibe. Alles loote. Alles erkunde. Und dann natürlich immer auf Gegnerscharen treffe, noch und nöcher. Das ist mein Hauptproblem eigentlich immer. Ich wollte eigentlich sagen, ich hätte hier Schüsse gehört. Aber irgendwie... So, Schrott. Jetzt kann ich wenigstens ein paar Pfeile herstellen. Ich bin ja nur kein völliger Trottel. Wir sind wieder zu spät gekommen, ey. Ist schon wieder zum Kotzen. Also ich habe Schüsse gehört, definitiv, aber ich war zu spät. Besser als nichts. So, Repetierknarre ist natürlich jetzt weniger geil. Da muss irgendwo ein Nest in der Nähe sein, ich kann es riechen. Naja, du stehst genau davor, Junge. Ein... Rotorf herstellen. Alter! Also ich muss schon sagen, ne? Das ist schon nicht so ohne. Wie viele verdammte Freaker können bitte in einer kleinen Bude sitzen? Grüß dich, Simmy. Das mag ich so in dem Game. Egal, wo du kurz Halt machst, du bist immer in Gefahr durch Freaker, Räuber oder Tiere. Das hält das Adrenalin oben. Ja, und den Frustfaktor vor allen Dingen hält es oben. Nester sollte man bei Nacht verbrennen, dann sind weniger Feinde drin. Ah, aber man will die Viecher ja auch loswerden. So, meine Frage ist jetzt, repariere ich meinen scheiß Knüppel da? Für wahrscheinlich 20. Ja, das ist schon einiges an Schrott, aber komm. Macht mehr Schaden als die Standardkniften. Und hier finden wir bestimmt, genau, Schrott. Also Autos sind immer ein Geschenk Gottes. Ich hoffe, dass ich hier wieder irgendwie irgendeinen Freaker drin habe. Oder nichts. Nichts ist auch gut. Freaker wäre noch lustiger gewesen. Hier ist natürlich auch nichts drin, oder? Doch, eine Kiste. Mit Munition. Jetzt muss ich mal gucken. Ich weiß nicht, was ich gerade an Heilung dabei habe. Wollte ich nicht. Wo ist denn jetzt die Richtungstaste gewesen? War das nicht die? Hä? Kam ich denn da runter? Da wollen wir es jetzt. Das ist die einzige Richtung, die ich mir nicht belegt habe? Doch? Hä?
So. Na, 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 na. Jetzt wird ein Shoot aus. Wie viel macht denn das? Scheiß drauf, wir nehmen es einfach. So. Ist so, dass wir die ultimative Wahl hätten jetzt. So, ein Nest ist noch, ne? Vielleicht die verdammte Schrot. Er nimmt auch immer die Munition auf. Er nimmt die Munition auf für die Waffe, die er gerade hat, ne? Und du hattest mir vorhin nicht geantwortet, weil du, glaube ich, nicht da warst, Flo. Aber kann man, wie kann man denn die Waffen in diese Waffenkisten packen? Also ich versuche das schon jedes Mal, aber irgendwie kriege ich es nicht hin. Du hast einen Waffenschrank, wo du mehrere Waffen quasi einlagern kannst, aber irgendwie kriege ich das nicht gebacken. Also. Ah, okay. Dann halt nicht. Junge. Das ist interessant. Nur Waffen, die man gekauft hat, sind da drinne? Okay. Das ist ja bitter. So, ich habe jetzt hier irgendwie Quest, aber es ist nichts markiert, ne? Finde die Engelstatue. Achso. Jo, easy wahrscheinlich. Ist aber nicht so, dass ich mega die Munition hätte. Habe ich nämlich nicht. Okay. Hat er ihm gerade die. Ich würde sagen, er hat ihm die Wirbelsäule rausgezogen. Die Engelstatue befindet sich dann wahrscheinlich irgendwo hier. Auf diesem Friedhof. Der nicht groß ist. Und gar nicht gruselig in der Nacht mit Freakern. Die Katakomben sind hoffentlich alle zu. Ah ja, Alarmanlage. Ein Träumchen. Wir wissen alle, was passiert. Oh, verdammte Scheiße. Patsch mal, Scheiße. Generell würde ich hier gar nicht draußen rumlaufen. Wenn Freaker unterwegs sind. In der Nacht vor allen Dingen nicht. Maximal. Haben wir irgendwas, was wir craften können? Außer hier. Aber trotzdem mal. Verbände können wir keine herstellen. Ganz ehrlich, was ist denn das hier für ein.
Kann ich hier schön im Dunkeln rumrennen und die Kacke hier sammeln oder was? Ich würde da ganz oben auf dem an irgendeiner Kirche suchen. Ja, das sieht so aus, als könnte man da fündig werden. Natürlich haben die Mistviecher hier wieder ein Nest gebaut, ne? Ja gut, ich sag mal so, haha, hoho. Rin. Bin richtig dumm, ne? Also, dümmer geht's gar nicht. Rübergeschossen. Kriegsschuss. Ich liebe die Gefahr. Wisst ihr ja. Deswegen mache ich die Nester immer in der Nacht kaputt, weil da am meisten Gegner da sind. Ganz klassisch. Ich brauche das halt. Ich brauche das Adrenalin. Natürlich verlasse ich wieder das Missionsgebiet. Auch ganz klassisch. Kann ich mir vielleicht nur die Scheiße aufheben? Das wäre echt super. Mir fehlt die ganze Zeit dieses Sterilisationszeug, damit ich hier irgendwie was an Bandagen craften kann. Sag nicht, dass ich in irgendeine blöde Katakombe krauchen muss. Zeigt mir ja nicht mal ein Missionsgebiet an hier. Lustigerweise. Muss wahrscheinlich in irgendein Loch plumpsen oder so. Und von meinem Gefühl her würde ich sagen, es muss irgendwo hier drin sein. Hier in der Nähe. Wenn Sie mir so, wenn Sie wollen, Flo, können Sie mir ruhig helfen. Ich würde das begrüßen. Ach, guck mal an. Lass mich raten. Das sieht ja schon so verräterisch aus hier. Ein Kantholz. Das ich auch wieder modifizieren könnte. Engel. Hier muss es sein. Ich würde schon sagen, wo hast du das Zeug versteckt, Leon? Die ganze Zeit renne ich in die falsche Scheißrichtung, ey.
Oh. Ich freue mich schon darauf, wenn ich wieder ins Lager zurückkehre. Okay, schon. Und dann entsprechend meinen ganzen Scheiß loswerden kann. Ach ja. Okay, mal sehen. Was ist hier los? Oh, vielleicht da drin. Ich wollte gerade sagen, hä? Wieder bricht einer was auf, aber das ist ja nur eine Vergangenheit. Muss ich nur noch überlegen, wem ich die gebe. Warte mal, Helikopter? Das ist ja wohl jetzt ein schlechter Witz, oder? Usa! Usman, hörst du mich? Du wirst es nicht glauben, ich hab gerade einen Heli gesehen. Einen Heli? Was erzählst du da? Einen Nero-Heli! Der flog direkt über mir, als ob ich überhaupt nicht da wäre! Ein Hubschrauber der Cops erscheint einfach so aus dem Nichts. Ich werde sie aufspüren und dann, dann finde ich heraus, was die vorhaben. Hey, Dick, pass bloß auf. Halt dich lieber fern, bis du weißt, was sie da machen. Und mach bloß keine Dummheiten. Verdammt nochmal, ich mach schon keine Dummheiten. Finisher. Ich mache nie Dummheiten. Never ever. Bloß weg hier. Die Schnauze voll hier. Von dem mistigen Friedhof. So. Aufnehmen. Das Frika-Öhrchen mitnehmen und weg. Aha. Wie schnell kann man krabbeln? Irgendwas sagt mir, dass ich die Box nicht mitnehmen sollte, aber ich muss sie ja mitnehmen. Let's get ready to rumble! Flo, danke. Ach, Flo sag ich schon. Koala, danke für deinen Raid, Mann. Und willkommen an alle und an dich bei dem guten Days Gone. So. Machen wir den noch fertig. Warum ist der Helikopter da und kreist da um? Flo, wer? Wer ist die Schlampe? So. Nee, ich bin, weil Flo hier die ganze Zeit mit in den Chat schreibt. Wie war Max Payne 3? Sag nicht, du bist schon durch. Mal wieder. Mal wieder. Lass ich raten, ich muss echt da hochfahren, wo ich gerade war, ne? Machen wir natürlich. Mit den Drogen an Bord. Warte, warte, die werden langsamer. Ich glaube, die halten an. Hast du hier ein bisschen?
weiter. Nicht euer Ernst. Nein. Nee. Neuroforscher, was zum Teufel machen die hier? Das muss ich mir ansehen. Mal sehen, was die vorhaben. Das Hauptproblem, was ich jetzt habe, primär ist, ich habe keine Waffen, ich habe... Achso, kann ich eh nicht benutzen. Ich habe keine Heilung, nichts. Ich muss leise sein. Ich muss leise sein. Ah, ich kann sie also gar nicht töten. Alles klar. Wenn ich sehen, bin ich tot. Ich muss im Gebüsch bleiben, wo sie mich nicht sehen. Einen Stein werfen, das würde sie ablenken. Scheiße, ist das krass. Hörst du das? Genau, geh mal nachsehen. Nee, bleib mal unten. Hat sich was bewegt? Feldnotiz 2058. Nachdem wir eine große Gruppe verfolgt haben, geschätzte Größe 500 bis 600, bestätigen wir den Hibernationsort der Subjekte. Doc, morgen ist Position 23 auf dem Plan. Sind wir das? Nein, das ist O'Brien. Verstanden. O'Brien. Wo war ich? Wir bestätigen den Hibernationsort der Subjekte in der High Desert Grotte. Ab sofort Position 15. Zertrampeltes Gras und Pflanzen am Eingang sowie gefundene Fußspuren. Sie angefügte Fotos belegen, dass der Ort schon einige Zeit genutzt wird. Muss gemütlich sein, da drin. Laut dem Bewegungssensor platziert von Lieutenant O'Brien haben heute Morgen etwa 447 Subjekte die Höhle betreten. Ich empfehle, irgendwann nach 1900 ein weiteres Team zu entsenden, um die Bedingungen im Inneren der Höhle weiter zu untersuchen. Notiz für Dr. Anderson. Ihre Theorie, dass die Subjekte sich zu einem primitiven, nachtaktiven Status zurückentwickeln, scheint mir immer wahrscheinlicher. Ende. Dr. O'Brien. Da bewegt sich was! Er ist nicht tot. Subjekte. Und das Wenn hier O'Brien sind nicht, die nicht im Flüchtlingslager gestorben ist. Was ist damit Sarah passiert? Nein, vergiss es, das kann nicht sein. Hier war nicht die Rede. Diese Subjekte schlafen nicht, sie sind im Kältestarren. Je einen Bären im Winterschlaf geweckt? Nein. Je einen Freak im Winterschlaf geweckt? Ja, tatsächlich. Ich war einer der Überlebenden der White King-Mine. Gott. Einer hat meinen Kumpel zerfetzt, als würde er eine Banane pellen. Diese Anzüge schützen vor einer Menge Scheiß, aber nicht vor denen. Die Mission war zum Scheitern verurteilt. Und genau deshalb werden wir nicht da reingehen. Glauben Sie, wenn wir die Höhle versiegeln, dass wir Ihre Population eindämmen? Ich weiß nicht, Corporal. Hier gibt es viele Höhlen. Kommen Sie, verschwinden wir hier. Höhlen versiegeln? Ach, klar, als ob das irgendwen kümmert. Sound ist für mich in Ordnung. Ich hoffe für euch auch. Ich spiele hier jetzt gerade in 5.1. Ihr werdet es wahrscheinlich nur in Stereo hören. Ich hoffe, ihr hört es auch vernünftig auf rechts und linken Kanal. Ihr müsst anmerken, dass das Stream nicht wirklich mit 30 FPS läuft. Wirkt zumindest nicht so flüssig wie bei The Last of Us. Ich muss dazu sagen, dass die das Game regelmäßig schon gepatcht haben gegen FPS-Drops. Das ist wohl nicht ganz... Also die wissen wohl Bescheid, dass das Game so ein bisschen hakelig läuft. In manchen Situationen. Ich
Büsche. Ich werde die Büsche nutzen. Das ist das Hauptproblem. Ich würde ja auch in 60 Frames streamen, blöderweise, ne? 30 FPS lockt. Das ist das Hauptproblem. Ach, irgendwie was ich hier einsammeln konnte? Nee. Doch. Hallo. Automatisch Sequenz. Ich wollte doch noch was einsammeln. Gut, wenn der Sound super ist, das freut mich. Bild ist halt das Problem. Da ist die Limitierung bei der PlayStation. Die Finger zurück! Aufladen, aufladen! Los! Los! Los geht's! Rückstandbolzen. Heißt das, die gehen dann nicht mehr kaputt? Ach, lassen Gegner aufeinander losgehen. Freaker oder normale? Alter, die Krähe. Oder was auch immer das gerade war. Hörst du mich? Boozman, kommen! Dick, hey! Ich bin hier. Als wir aus Farewell raus sind, der Nero-Kerl, der Soldat oder was auch immer das gewesen ist, der Sarah mitnahm. Warte, was hast du? Er hatte einen Ausweis. Wie hieß der Kerl? Oh Gott, O'Brien. Du hast nur davon geredet. Den ganzen Weg zum Three-Finger-Jack. Okay, er lebt, Boozer. Er lebt. Was, er lebt? Was redest du denn da? Wir waren da, das ganze Camp war zerstört. Okay, das weiß ich, aber ich hab... Okay, hör zu. Ich bin hinter dem Nero-Heli her und ihm bis zur LZ gefolgt. Warte, du warst in ihrer LZ? Was zum... Boozer, jetzt halt einfach mal die Klappe. Hör mir zu, ich hab sie über den Funk gehört. Die redeten von einem Kerl namens O'Brien. Das war Neros, er lebt, Boozer. Er ist am Leben. Leak? Nicht? Mach ich nicht, Boozer, mach ich nicht. Aber ich werde versuchen, ihn aufzuspüren. Ich brauche ein paar Antworten, Mann. Auf jeden Fall, Mann. Du schläfst jetzt eine Runde. Ich melde mich später nochmal. Gegen Ende. Es wäre ein nice Plot-Twist, ne? Wenn seine Frau noch leben würde. Also es wirkt schon permanent leicht ruckelig. Also immer so, dass man es sich ansehen kann, aber halt eher wie permanent 20 FPS. Die Wahrheit wird euch befreien. Der Beginn dieser Hölle, die jetzt unser Leben ist, kam für diejenigen, die auf mich gehört haben, alles andere als überraschend. Und ich war einer der wenigen. Die meisten, die offen Kritik übten, tja, es lief nicht allzu gut für sie. Die Friedhöfe sind voller Märtyrer. Sie nannten ihn beim Namen, den Bullshit und die Lügen, wenn sie sie sahen. Ich weiß es, denn sie wollten mich auch holen. Ich startete Radio Free Oregon in den letzten Wochen vor Neros Untergang. Ich sendete aus einem Lieferwagen, fuhr von Stadt zu Stadt. In der Zeit, bevor Autos die Straßen verstopften und die Brücken zerstört wurden, beim vergeblichen Versuch, die Freaks aufzuhalten. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Glaubt, die lügen nicht. Radio Free Oregon. Hoppala. Die Friedhöfe sind voller Freaker, nicht Märtyrer. Und du musstest immer weiterziehen, weil sie dich zur Hölle geschickt hätten, wenn sie deinen Van gefunden hätten. Und dann müssten wir uns dein beschissenes Radio Free Oregon nicht anhören. Mein Gott, so viel Hass hier. Das ist ja der Wahnsinn. So, was ist denn jetzt da unten noch? Verbrenne Albatross Leiche. Okay, das können wir noch machen. Aber erstmal kurz in die Skillbäume rein.